Wir befinden uns jetzt hier an der Oststraße. Das heißt also, hier direkt verläuft die Oststraße und wir schauen jetzt auf diesen Gebäudetrakt. Hier wird sich baulich gar nicht so viel verändern, außer dass sich im Innenraum ein bisschen die Wandstruktur, das heißt also die Einteilung innerhalb der Gebäudefläche, verändert. Hier im unteren Bereich wird die Musik- und Kunstschule Räume erhalten. Dort werden zum einen Räume sein, in denen digitale Bearbeitungskurse für Kunstprojekte stattfinden können, aber es wird eben auch ein tatsächlicher Kunstraum geschaffen. In dem darüber liegenden zwei Etagen wird der Veranstaltungsbetrieb seine Räume beziehen. Das heißt also, dass Sie hier sich einfinden können, wenn Sie zum Beispiel Räume mieten möchten. Das heißt also, der kleine Saal, der große Saal, zusammengenommen als Kongresssaal, aber eben auch der Theatersaal, die werden weiterhin für Sie zu mieten sein, für Ihre Veranstaltungen in Velbert. Und hier können Sie sich dann entsprechend einfinden, um sich zu Ihren Formaten beraten zu lassen. Zudem ist es natürlich auch so, dass wir partizipative Projekte realisieren werden. Das heißt also wirklich immer im Dialog mit den anderen Nutzern, ganz im Sinne des Konzepts Besucher anzusprechen, mit ihnen zusammen in Dialog zu kommen. Ein Beispiel ist zum Beispiel, dass wir sehr eng mit der Cafeteria zusammenarbeiten werden, um da eben auch einen Treffpunkt zu schaffen, um beispielsweise einen kulturell regelmäßigen Treffpunkt für interessierte Bürgerinnen und Bürger zu schaffen. Das wird alles hier in diesen schönen Räumlichkeiten ablaufen.